Das Schweizer Bergdorf Zermatt ist bereits in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein Mekka für Freunde des Wintersports. Unzählige Seilbahnen erschließen die Hänge rund um das weltbekannte Matterhorn bis in rekordverdächtige Höhen. Auch aus technischer Sicht sind die Anlagen beeindruckend. Vornehmlich sind es Luftseilbahnen, die kühn trassiert tiefe Täler und Gletscher überspannen. Der Höhepunkt folgt 1979 mit der Eröffnung der Seilbahn auf das über 3800 Meter hohe Kleinmatterhorn. Die höchste Bergstation Europas eröffnet den Gästen nicht nur ein fantastisches Panorama, sondern erschließt auch eines der größten Sommerskigebiete der Alpen. Der bis dato einzige Zubringer zum Rand des Theodulgletschers am trockenen Steg kann den Gästeansturm allerdings nicht länger bewältigen. Auf den ersten beiden Sektionen sind schon damals jeweils zwei Bahnen im Einsatz, doch ab der Zwischenstation Furk sind Wartezeiten an der Tagesordnung. So entschließt man sich zum Bau einer ähnlich spektakulären Seilbahn wie am Kleinmatterhorn. Eine Luftseilbahn soll die Zwischenstation Furi direkt mit dem trockenen Steg und damit mit dem Sommerskigebiet verbinden. Wenig erstaunlich geht der Bauauftrag wieder an die Firma Vonroll, die seit den 50er Jahren sämtliche Pendelbahnen im Skigebiet am Kleinmatterhorn erstellt hat. Nachdem die Kleinmatterhornbahn Ende der 70er Jahre noch mit 100-plätzigen Kabinen ausgestattet wird, erhält die neue Seilbahn von Furi zum trockenen Steg Kabinen in Rekordgröße. 125 Personen können ab 1982 in weniger als 10 Minuten die Bergstation erreichen. Die Fahrt dorthin ist aufgrund der Trassierung mit die spektakulärste, die die Seilbahnwelt der Alpen zu bieten hat. Lediglich drei Stützen benötigt die Bahn auf 3,5 Kilometern Länge, überspannt dabei tiefe Taleinschnitte und überwindet nicht weniger als 1061 Höhenmeter. Das ist sogar mehr als die Gipfelbahn zum Kleinmatterhorn. Abgesehen von einem neuen Anstrich der beiden von CWA gefertigten Kabinen ist die Luftseilbahn auch heute, nach fast vier Jahrzehnten, optisch immer noch weitgehend im Originalzustand in Betrieb. Jahrelang dient sie ganzjährig als Hauptzubringer in das Gletscherskigebiet und ist eine der strategisch wichtigsten Anlagen in ganz Zermatt. Ihre Bedeutung nimmt 2009 mit der Verlängerung des Matterhorn-Express vom Schwarzsee zum trockenen Steg etwas ab. Seither dient die Bahn nur noch als Verstärkung und als Zubringer zu ausgewählten Daten in der Nebensaison. Schneller ist man auf dem trockenen Steg, aber immer noch mit der direkten Pendelbahn. Und nicht zuletzt ist die Fahrt mit dieser Anlage ein Erlebnis, das man nicht so schnell vergisst. Es lohnt sich daher also, einen Blick auf den Fahrplan der Bergbahnen in Zermatt zu werfen, um sich eine Fahrt mit diesem Klassiker nicht entgehen zu lassen.